Leute und willkommen zu diesem Video. Ich habe heute Morgen noch nicht gevloggt, weil ich habe verschlafen und so. Aber wir sind jetzt im Gym, wie ihr es ganz schnell erkennen könnt. Und, ich filme dann einfach mal ein paar Dings. Die benutzen gerade das Seil. So, wir machen jetzt ein bisschen Arme und dann, ja. Wieder zu Hause. Sorry, dass ich mich nicht so wirklich gemeldet habe. Ich fühle mich dick ranzig. Also ich gehe gleich jetzt erstmal duschen und dann mache ich mit euch mal nochmal meinen Adventskalender auf. Und ich habe eine Pico-Situation going on und ich muss echt mal duschen. Ich fühle mich richtig bleh. Und der ganze Schnee ist weg. Naja, es wird bestimmt nochmal schneien. I'm really safe. Ja. So, jetzt machen wir mal meinen Adventskalender auf. So, wir haben heute den 5. Ist so krass, morgens einfach schon Nikolaus. What is this? Clinique Smart SPF 15 Custom Repair Moisturizer. So sieht's aus. Und hier ein Stück Schokolade. Vier habe ich noch nicht aufgemacht. Yeah. Also wie gesagt, ich mache jetzt was für die Schule. Und dann mache ich mir Essen. Und dann mache ich wieder was für die Schule. Wo ist meine Tasche? Ah, da. Und dann kommt die Sophie. Und dann mache ich nochmal Bilder von ihr. Sie eventuell dann auch von mir, wenn sie noch Zeit und Lust hat. That's literally the plan. So, ich habe jetzt meine Haare geföhnt, bin jetzt mit Deutsch fertig und ich werde jetzt runtergehen und mir Mittagessen machen. Oder Abendessen oder whatever. ja, und heute ist nicht so viel los. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich muss auch gleich noch meinen Vlog schneiden von gestern und den online stellen, aber jetzt ist Essen erstmal wichtig. Und dann muss ich halt auch noch ein bisschen Schulzeug machen, dann wenn ich noch genug Zeit habe. Achso, dann kommt noch Sophie und dann muss ich auch noch Bilder machen, weil ich habe meine Haare gemacht. Also, it's all very stressful. But I'm hungry, so what are we going to eat? Jetzt mein Valais-Schnitzel und in der Mikro ist mein Curry, was ich noch vom Wochenende hatte. Das esse ich jetzt. Dinner, nee, Mittagessen oder whatever es ist, jetzt haben wir schon 10 vor 5, ist served. It's literally huge irgendwie. Also die Gemüseportion bin ich irgendwie nicht gewöhnt. Gerade noch ein Duplo gegessen. War lecker. Sophie ist so geil. Ist ja nicht so, dass wir schon jeden Abend FaceTime, meinte sie so, was machst du Donnerstag? Und dann war ich so, bin Sushi essen. Irgendwann. Also so, geh mal mittags und dann komme ich nach der Uni. So um 16:30 Uhr. Also, ja, ich frag den mal. Die so, und dann habe ich so haha geschrieben. Weil ich rieche richtig außer Atem. Hat dann so ganz viel haha geschrieben. Sie so, und sie so, what's so funny? I love you and I wanna see you. Wir haben so eine Sucht nach einander. So, wir shooten jetzt gerade die Sophie. Also, wir shooten jetzt gerade noch ein paar Bilder, weil ich für Natural Mojo noch ein paar Bilder brauche. Und ja, das machen wir und zum Glück hilft mir da die Sophie. Die hat ja auch heute ein paar schöne Bilder bekommen. Oder? Zufrieden? Ja. Also schaut mal auf ihrem Instagram vorbei. Wie heißt dein Instagram? Sophie Menge. Sophie Menge. Oh Leute, das tut mir so leid. Ich habe heute einfach gar nichts. Ich habe übrigens ein Oberteil an. Nichts gevloggt. Also schon was gevloggt, aber fast nichts. So unproductive today. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also Plan ist... Oh mein Gott. Also Plan ist jetzt, ich muss jetzt noch eine Instagram-Story schnell posten. Und dann gehen wir Pommes essen. Also ich esse Pommes. Sophie will ja keine Pommes essen. So, wir fahren jetzt, fahren wir zu Burger King oder McDonald's? Mir egal, wie du willst. Ja, Burger King ist viel näher, oder? Ja. Ja, wir gehen jetzt zu Burger King, damit ich
einfach ein bisschen mit Fett an. Sie achtet auf ihre Figur und isst gleich Nudeln. Ich esse jetzt Pommes und ich freue mich sehr darauf und ja. Ich glaube, jetzt denkt jeder, ich esse bei Burger King Nudeln. Nein, Leute. Ich bin nur der Fahrservice. Der geliebte Fahrservice. Und sie fragt und sie fragt, kommst du heute noch zu mir nach Hause mit, Baby? Doch ich shoote, shoote, Baby, alle, Es ist 3 Uhr nachts in der Stadt. Bin über 18 und ich mach, was ich mach. 10 Packungen Marlboro Gold und ein Gin. Alle machen Scheiße, ich mach, was ich will. So, Pommes und Chicken Nuggets. Geil. Geil. Ich weiß zwar, dass ich es bereuen werde, aber... So, ich habe jetzt meine Mathe-Hausies gemacht und jetzt fange ich an, für meine Klausur am Freitag alles aufzuschreiben. Also ich schreibe Sport am Freitag, morgen schreibe ich Ethik und am Donnerstag schreibe ich 4-stündig Deutsch. Ja, ich kann mir auf jeden Fall Schöneres vorstellen, aber das mit Sport mache ich jetzt noch und ja, dann schminke ich mich ab und dann geht's auch schon ab in die Haier. Mir geht so lala nach dem Magis. Ich fühle mich ein bisschen schlecht, einfach weil ich ein paar Pickel habe und ich es gerade ein bisschen provoziere. Aber so kennt man mich, ich provoziere gerne. Aber das wird schon, ich gehe morgen wieder ins Gym, also alles tutti frutti. So, ich mache mich jetzt fertig, wir haben jetzt 11 und ich sollte jetzt echt mal ins Bett gehen. So, ich habe jetzt noch einen Late-Night-Deep-Talk mit euch. Und zwar, kennt ihr das, wenn eure Wimpern so richtig trocken werden, eure Augen so richtig trocken werden und so. Oh, ich hasse dieses Gefühl, ist richtig eklig. Ja, mir fällt immer und immer mehr auf, dass manche Leute, das ist eins, ja, dass manche Leute, dass du es nicht jedem recht machen kannst. Und ich glaube, ich sage das ungefähr in jedem Video, aber versuch nicht, dein Leben zu leben, so wie es anderen Leuten passt oder dass du anderen Leuten gefällst, sondern es kommt dann schon von alleine. Mach eher das, was du denkst, was richtig ist. Und damit meine ich nicht, scheiß komplett auf die Meinung deiner Freunde, sondern eher die Leute, die dir wirklich am Herzen liegen, dessen Meinung dir wirklich wichtig ist. Die solltest du schon ernst nehmen, aber den Rest kannst du eigentlich nur in die Tonne werfen, weil Leute, die nicht ehrlich zu dir sind und du dir als Freunde bezeichnest, ich weiß nicht, ob das die gute Mischung ist. Und ich sage euch, je älter ihr werdet, umso weniger Freunde werdet ihr haben. Meine Highlife-Phase war mit 14. Ich hatte so viele Freunde. Hauspartys waren das Ding, was man am Wochenende gemacht hat. Und jeder hat sich irgendwie noch besser verstanden. Irgendwie, ich hatte mit so vielen Leuten weniger Streit als jetzt. Ja, aber ich glaube, das ist einfach im Alter. So langsam entwickelt halt jeder einen Charakter. Obwohl, ich hatte ja auch damals schon Charakter, aber jeder entwickelt halt Sachen, die sie mögen oder unterstützen und andere Sachen halt nicht. Und wenn man da halt nicht mehr reinpasst, dann ist das halt einfach so. Dann muss man damit irgendwie versuchen, klar zu werden. Ich habe einfach nur noch 3 Monate, bis meine erste Abi-Klausur ist. Und es ist einfach so krass. Ich freue mich einfach. Ich habe nicht, ja, ich habe langsam schon irgendwie ein bisschen Angst, weil ich merke einfach im Bio, es ist so viel, was ich wissen muss. Und ich bin so, wie? Aber ich meine, wenn andere Leute es schaffen, dann schaffen ich und meine Klasse das auch. Aber nur noch 3 Monate, sagen wir 3,5 Monate, bis die ganzen Klausuren fertig sind. Und dann bin ich aus der Schule raus und dann habe ich noch mündlich, dann habe ich keinen Unterricht mehr. Und dann bin ich fertig mit der Schule, das muss man sich mal vorstellen. Und dann im Endeffekt juckt es dich eh nicht mehr, was die Leute da über dich denken oder sagen oder... Es gibt so manche Leute, die denken so, dass sie das Recht haben, über andere zu urteilen und dabei kein Stück besser sind und ein ganzes Buch darüber schreiben. Ich habe da, Sidefact, ich habe damals, als ich 13 war, angefangen aufzuschreiben, was mich so gestört hat, genervt hat, was mich belastet hat damals auch. Das habe ich einfach alles noch. Das waren so 50 Seiten oder so, die ich Handschrift geschrieben habe. Ich wurde damals ausgeschlossen von einer Mädelsgruppe und ach, ja, ich kann mich an das alles gar nicht mehr erinnern, da war ich 13 oder so. Ja, hiermit ist dieser Vlog beendet. Ich gehe jetzt schlafen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und wir sehen uns morgen wieder.
in aller Frische. Und morgen gibt's ein, mache ich endlich wieder mal so ein Power-Booty-Workout. Endlich wieder.